Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit der Jana. Hallo. So, wir gehen dann weiter. Nein, natürlich nicht nur mit der Jana, ne, mit den Jochen und endlich mal mit dem Malte hier. Ja. Die beiden, die uns höchstwahrscheinlich die Mission versauen werden, wie genau. Schiffs halt immer so machen. Es gibt aus Fressbrett. Mhm. Ja. Ja. Verdammt, ich befinde mich in einer duellfreien Zone, das gibt's ja wohl nicht. Kannst du mal sehen. Ach gut, ja, ich bin mit Jana eigentlich schon weitergereist, aber genau, wir dachten, wir treffen die hier woanders, aber genau, die sind hier noch auf der Flotte gewesen. Ja, genau du. Warte ab, so, hier ist jemand, der möchte mit uns sprechen. Ich spreche mal mit denen. Ja. Hallo. Ja. Und wir mit dem. Commander Vasildorn, Spezialattaché des Geheimdienstministeriums. Ich habe 20 Jahre Kampferfahrung plus 12 als Garnisonskommandant. Ich habe die letzten 10 Jahre damit verbracht, Geheimdienstagenten auszubilden. Ihr werdet zuhören, wenn ich rede. Ich werde aufmerksam sein, Sir. Gut. Alleine mit Lügen und dem Hacken von Computerdateien werdet ihr im Einsatz nicht lange überlegen. Ich habe gerade hinterher gesehen, wenn es eine Rakete gestartet. Nachdem ich mir eure Akte noch einmal angesehen habe, bin ich nun bereit, euch für eines unserer Kampfspezialisierungsprogramme zu autorisieren. Diese Spezialisierungsprogramme, wie laufen die ab? Es gibt ein halbes Dutzend davon. Und sie werden alle 10 Jahre anhand neuer Taktiken und Technologien überarbeitet. Ihr habt euch für diese beiden qualifiziert. Ihr könnt euch im Bereich Scharfschütze, Schilde und Treffsicherheit oder in Tarnung, Technologie und Nahkampf spezialisieren. Der Quartiermeister wird euch einweisen. Wurde plattgefahren. Was? Ja, hier ist so einer mit was auch immer das da hinten ist. Dann hab ich angefahren. Ah, wir haben hier Malte verloren. Wo ist Malte? Malte! Der steht doch hier noch rum. Bin hier doch? Ich bin der Jochen. Ich bin schon mal zum Ausbilder. Achso, ja, da muss ich jetzt auch hin, ja. Toll. Tschu! Eins muss man sagen, das ist ja ein bisschen offener. Ja, also hier kann man öfters rein. Aber. Hallo! Ach, ich krieg so ein komisches. Ah, das gibt's da nicht hier. Ja. Mich ja schon entschieden, ich will Affe zu werden. Eben. Das ist halt dadurch unseren XP-Boost etwas verschoben. Ja, wollte ich gerade sagen. Traut niemandem. Auch geil. Was sagt mein Typ? Traut. Kann, was ist eigentlich das hier mit diesem Gleiter steuern? Gleiternavigation? Wo hast denn du das her? Bist du schon Level 15? Ja. Ja. Deshalb kannst du es. Ach so. Und ihr könnt euch auf der Flotte jetzt einen Gleiter kaufen und dann könnt ihr mit dem Gleiter fahren. Ja, aber der Reittier, Gleiter ja? Kostet also ja was. Reittier. Also quasi ein Reittier, ja? Ja. Der billigste Gleiter kostet irgendwie 7,5, glaube ich. So, ich muss jetzt erstmal hier... bin hier... bin meine Kollegin. Oder mal eben gucken. Da hinten ist sie schon. Wo sind die Händler? Alle, die sich wundern, was das gerade war, ich habe eine E-Mail bekommen. Du, genau du. Du bist noch dran. Leg dich nicht mit mir an. Verstanden? Kriegst du auch hier so. Hier läuft einer rum, das ist deine Mutter. Ja, musst du aufpassen. Ja, das ist der Beste. Jana, wo ist der Gleiter? Hopp. Moment. Finde ich nicht. Da unten, hab ich ihn schon gefunden. Hast du ihn gefunden? Ja, einmal auf die ganze andere Seite. Ja, galaktischer Handelsmarkt und dann, genau, links. Ja, okay. Galaktischer Handelsmarkt und dann links. Also muss ich eigentlich hinterher laufen, um so einen Gleiter zu kriegen, ja? Ja. Gut. Dass sie nicht mal eine Karte lesen können, die.
Einer ist es, kommen die machen und die werden unsere ganzen Missionen versorgen. Die Macht wird mit uns sein, mit euch nicht, Noobs. Acht. Das hier? Händerin, der Herr. Ich hab Malte verarscht. Das war die Händerin für die helle Seite. Da wollte ich nicht rein. Ja, der billigste Gleiter kostet 8000. Was? Scheiße. Das ist doch Wucher. Ich nehme an, so viel Geld ist noch nicht da. Nein, ich habe noch nicht so viel Geld. Oh, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so rumrenne, ich habe nichts zu tun und muss darauf warten, dass die Herren zurück vom Gleiterkauf sind, den sie nicht tätigen konnten. Ich entschuldige mich vielmals für diese untätige Rumsteherei bzw. Rumrennerei. Und wenn ihr dann bereit seid, dann könnten wir langsam uns hier mal zum Gleiter begeben. Der uns nach Drum und Cast. Also nochmal zum Gleitershop. Okay, wir gehen da nochmal in Malte. Nein. Gleitershop. Nein, Malte hat gesagt. Nein, ne. Also gehört, was Jochen gesagt hat. Gleitershop. Yes, ich gehe jetzt schon mal zu den Drum und Cast abflügen. Also ich war da ja schon mit Jana. Wir mussten extra wegen euch nochmal hier zurückkommen, ja. Also, wenn ihr euer Flieger hier verpasst. Wenn ihr zu viel vorgearbeitet habt. Wir haben aber gesagt, als ihr eure Folge nochmal aufnehmen musstet. Wir treffen uns auf Drum und Cast. Ja, das ist nie wohl. Das ist nie passiert. Nein. Kriegen sie Schuld. Hallo? Wir möchten nochmal nach Drum und Gras fliegen. Ja, dann müssen wir hier hinten hin. Nee, musst du nicht. Nee, du kommst mal her. Hallo? Ja, ich komme hier hin. Ja, was denn? Hotkeys, was? Ja. Huch! Reden! Ehrlich, er steht da hinten. Einmal ohne Gespräch führen. Kramanik. Umnu Kigamayamak. Nulilak Apajam Kamgam. Amka Nemnang. Ampa Nemnang Memua Inok. Nikak Agak Kipnebab. Naya Amgam Barakeki. Sollen wir die Mission annehmen oder? Ja. Bringen wir es hinter uns. Nane Karimaraka Amkam. Ja Uklibik. Memareknebab. Ich sehe, Jochen hat sich die Frisur von Stevie Wonder ausgeliehen. Ich glaube, da möchte jemand noch aufs Fressbrett. Ja. Wenn wir mal hinne machen, wir müssen hier bordern. Mein Gott. Ich komme! Hui! Dafür, dass du jetzt Holo-Gespräch gemacht hast, Malte, musst du doch sowieso da lang latschen. Nee, ich war noch in dem Kreis mit drin und hab Holo-Gespräch gemacht. Ein Chaos hier. Schlimm. Liegt denn Alex? Kann ich nichts hören? Ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe den nur noch mit Jana wieder aufnehmen. Jana? Ja, es war so schön mit uns, gell? Ja. Mhm. So viel geschafft. Hallo. Ich glaube, wir werden hier gebordert oder so. Hier. Hallo? Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Schön, ja, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Drum und Cast. Es ist mir eine Ehre. Allerdings. Oh, Schleiber. Willkommen. Dies ist kein komfortables Schiff, aber für den Transport wird es ausreichen. Auf dem momentanen Kurs sollten wir das Ziel binnen eines Tages erreichen. Das dürfte kein Problem sein. Ach übrigens, euer Druide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Das ist nicht der Druide, den wir suchen. Wenn mein Druide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Was für ein Druide? Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Na. Ja, Ma'am. Also ehrlich. Tö. Unmöglich. Die Wachen heutzutage. Mann.
Was ich interessant finde, ist, dass ja Alex seinen Charakter sehr stark nach seinem Real-Life-Bild angepasst hat. Du meinst die gesunde Hautfarbe? Ja, ja, allgemein so alles. Ich geb dir gleich eine. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Warum glaubst du, mich interessiert, was dein Herr zu sagen hat? Richtig. Ich bin mir sicher, ihr werdet interessiert sein. Jeder, der durch den imperialen Raum reist, muss meinem Herrn zuhören. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Killrun. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Groß Moff. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Killrun. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Ich glaube, ich weiß, was jeder nimmt. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht? Oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Ja, das habe ich auch genannt. Das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Das ist natürlich unangenehm. Da liegt ihr falsch. Lasst es mich erklären. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff. Sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Unser erstes Schlachtschiff, ne? Klingt interessant. Aber ihr wisst schon, dass ich nicht umsonst arbeite. Das verstehe ich gewiss. Und auch das imperiale Finanzwesen. Wir sind auf Leute wie euch angewiesen, wenn wir den nächsten großen Krieg überleben wollen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentar Star. Ausgezeichnet. Ich fahre fort. Großmoffs habe ich bis jetzt nur kennengelernt als völlige Idioten. Alter, ja? Wir müssen den. Der soll, Druide soll vorgehen. Habt ihr nicht zugehört? Oh. Aber der läuft so langsam. Am Gespräch beteiligen, Alter. Was Gespräch? Brüch? Seife, was ist Seife? Auf Lenita. Ja. Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsic. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Bro. Wähle. Ich schlage vor, naja, ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Jemand verletzt wird. Das habe ich auch genommen. Das kann ich nicht tun. Ich wollte zuerst angreifen. Dies ist die Einstiegsschleuse zum Kommandodeck. Niemand darf hinein, bis wir das Ziel erreichen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen sofort weiter zur Brücke. Wir haben den Befehl, jeden hier als Angreifer einzustufen. Nehmt euren Droiden und verschwindet. Ja, 47 gewürfelt. Malte. Ja, ich muss mich doch entscheiden. Lass mir noch mal Zeit. Blaster raus! Angriff! 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 Wir müssen sofort zur Brücke. Was sind wir halt? Hier, Laserrasier. Dann muss ich hier den ganzen Schaden machen, weil die Blaster-Typen auch keinen Schaden machen. Bitte? Natürlich machen wir Schaden. Quatsch. Ausdauer, List. Wer braucht denn List? Alex braucht List, ich. Oder? Ah, nee, du, okay. Erstmal Bedarfen. Nee, ich brauch gar keine List. Ich brauche. Alex braucht List. Wie sag ich doch? Entschuldigung. Ich brauch Zielgenauigkeit. So, warte mal. Jana ist tanken. Ja. Fuck. Moment. Ja. Moment. Oh. Ja.
Ein Fass! Und das kaputt, Mann? Ja. Bumm. Ja, ich denke, ich mache keinen Schaden, hä? Aber der schneller tut, als ihr geguckt hast, hä? Nee, ich hab mich nur... Ich kann Ihnen versichern, ach, falls euch interessiert, ich heile nur Jana, ne? Ja, ja, genau. Ah, ja, klar. Ja, sie ist der Tank. Wenn wir Akku ziehen, sind wir selber schuld. Ist ja Gott sei Dank in der ersten noch nicht so... Boah, so zum Beispiel. Selber schuld. Akku ziehen. Hallo? Ja? Möchte bitte zur Brücke. Doch, falscher Aufzug. Ja, hier, den Buff könnte ich euch allen nochmal geben, ne? Ja, stimmt. Eliana, voll Overheal. Das hat jetzt am Anfang echt... Alle Marines wurden neutralisiert. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Die Brücke ist sicher. Weißt du mal, was du willst, wenn du schon so lachst? Kooperieren oder sterben. Jeder hat die Wahl. Hände weg von den Kontrollen. Ihr habt unsere volle Aufmerksamkeit. Ich übernehme das, Lieutenant. Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Ich verstehe, Captain. Dann kann zumindest die Besatzung jetzt aufatmen. Wenigstens ist es etwas wert. Ihr seid auf Wunsch des Moffs hier, oder? Ihm muss sehr am Passagier der Brentalstar gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Tja... Eine Selbstmordmission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Der Captain ist tot. Der Captain ist tot. Nee, ehrlich? Kopfgeldjäger, ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Was sollen wir tun? Ja, was sollen wir tun? Lasst euch das eine Lektion sein. Richtig. Eure einzige Hoffnung, hier lebend rauszukommen, ist vollständige Treue. Ja, ich verstehe. Verstanden. Nach Artikel 27a der imperialen Militärvorschrift wurde das Kommando dieses Schiffes rechtmäßig übertragen. Neue Befehle werden auf ihre Konsolen übertragen. Prioität 1, die Brentalstar abfangen. Bokara, hört auf den Druiden und bereite den Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vor. Arbeit. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Die Kapseln sind nur Ablenkung. Feuer erwidern und auf die Energiegeneratoren zielen. Wenn sie beschädigt sind, wir aber nicht, sind wir im Vorteil. Richtig. Lieutenant, Captain Silas, der Technikbereich meldet Blasterfeuer. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Wir hatten diesen Milchboy eingestellt, Alter.
Setz den Angriff fort. Ich kümmere mich darum. Ich gebe der Sicherheit Bescheid. Und keine Sorge, wir lassen den republikanischen Abschaum nicht entkommen. Alter, Alex? Hast du eigentlich Sonnenbrand? Bitte? Ja, ein bisschen. Du brennst auch gerade. Aber ja, ich denke mal, wir machen jetzt erstmal hier eine Pause und machen dann später weiter. Was hast du gesagt? Das hört sich gut an. Was? Pause? Dann würde ich sagen, du bis solltest gleich. Mal duschen. Dann raste ich aus!